Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever hier auf ZwergTube. Und wir sind immer noch dabei bei dem neuen Prachtstück, meine Lieben. Ein schönes Gerät, hier 380 Kapazität. Das ganze Ding baut sich auf mit einer RE44 und danach BC4 im Abgang. Gucken wir mal, wie dieses Gerät hier auf Dauer funktioniert. Ich halte es ja für eins der, ich sage jetzt mal am Anfang, stärksten Settings, die man drauf tun kann. Wenn ihr das möchtet, wie gesagt, ich empfehle es euch, gerade so um die 1950er bis 60er Jahre rum, immer noch ein zeitloses Setting. Damit könnt ihr eine Linie wirklich lange betreiben. In dem Setting so absolute Empfehlung von mir für euch. Ja, wenn ihr es euch leisten wollt, mit dem aktuellen Mod ist es natürlich jetzt schwierig, mit dem vierfach Progression-Verlangsamung. Die zuerst zu kaufen, dauert eine Zeit, aber wenn ihr sie kaufen könnt, in dem Setting auf 400er Bahnhöfen, kein Problem. Funktioniert hundertprozentig gut. Ich blende euch zusätzlich nochmal hier schnell die Geschwindigkeit ein. Die hat jetzt aktuell 70 drauf, auf gerader Strecke. Das ganze Ding sollte, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, bis 100 sollte es es schaffen, auf der Strecke vielleicht sogar schon, weiß ich noch nicht. 80 hat sie jetzt drauf. Also wie gesagt, es sind so lange Züge, sind nicht die schnellsten, aber mit einer abartigen Kapazität. Das sollte auch in den Städten jetzt einen Ausschlag geben, wenn die ersten Meter fährt. Damit sollten nämlich alle, die vorher eigentlich mitfahren wollten, aber halt nie einen Platz gefunden haben, sollten da mal reinkommen. Jetzt wird es langsam knapp, der Bahnhof kommt immer näher und wir haben die 90 gerade erreicht. Ist jetzt so eine Sache, ne? Für einen Langstreckenzug wäre das perfekt, weil dann könnt ihr die nämlich auf 100 beschleunigen, auf einer langen Strecke, möglichst eine geraden. Ja, wir kommen hier nicht ganz auf die 100, 95 haben wir aktuell drauf, er wird jetzt demnächst bremsen müssen. 96, 97, komm schon. Ah, 98 schafft er. 99 sogar. Ah, komm, erzähl nicht. 100, der hat die 100 gepackt. Ich werd verrückt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sogar 101 am Ende noch. Der Teil zieht halt nicht an, ja. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und mit den Ohren schlackern. Er zieht einfach nicht an. Das kann er nicht. Auf diese Last, die hinten dran zieht, das schafft er nicht. Da, mit einer zweiten Doppeltraktion könnte ich mir das noch vorstellen. Müsste man einen der Waggons weglassen, eine Doppeltraktion draufhauen. Dann wäre er auch nicht so lang. Bei einem langen Bahnhof kannst du sogar einfach eine Doppeltraktion so machen, wenn du jetzt noch Platz vorne hast. Ist ein geiles Gerät. Ist wirklich ein geiles Gerät. Ob er was kann, werden wir allerdings erst in den nächsten Minuten sehen. Denn er wird auf jeden Fall hier einen ordentlichen Ausschlag geben. Es kann auch sein, dass wir hier jetzt ein bisschen Änderung sehen. Weil einfach viel mehr Leute mitfahren wollen würden. Wir haben aktuell 215 rum, müssten auf jeden Fall drauf gehen, damit wir hier ein sauberes Plus machen. Ob wir das Ganze schaffen werden, ich weiß es nicht. Ich denke aber in dem Fall schon, weil hier kommen jetzt wahrscheinlich nur noch volle Trams an. Fast. Das wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen, bis das funktioniert, ja? Wenn ihr so eine Änderung macht, denkt immer dran, das geht nicht von jetzt auf gleich. Das muss Zeit haben, das Ding. 2,35 ist ein sauberer Wert. Kannst du nicht anders sagen. Das Ding braucht auf jeden Fall in der Funktion Zeit. Und das ganz, ganz viel, weil diese Städte natürlich auch eine gewisse Ökonomie verfolgen. Das heißt, jetzt momentan fahren alle mit dem Auto. Ja, die fahren jetzt einmal zur Arbeitsstätte und einmal wieder zurück. Wenn die dann beim nächsten Mal zur Arbeitsstätte oder in ein Geschäft wollen, überlegen sie sich, ob sie Bahn fahren. Das heißt, lasst so eine Änderung auch ruhig mal ein paar Tage laufen. Ja, Tage ist jetzt übertrieben, Ingame-Tage. Ja, so 2-3 Monate oder was. In-game sollte dann das Ding laufen und dann funktioniert das auch tadellos normalerweise. Gucken wir mal schnell. 232.000, pumpt sich aber wieder auf und ist jetzt schon gut dabei, ne? Das Gute ist jetzt natürlich, es wird hier auch die einzelnen Haltestellen werden jetzt voll gepumpt werden. Gucken wir mal, wie viele stehen hier. Nicht so ganz so viele. Aber 17 ist okay. Der andere Zug müsste ja hier irgendwo sein. Ist der schon einmal vorbei? Wo ist denn der andere jetzt?
Da fährt einer. Der fährt rein, aber wo ist der rauskommende? Ach, der ist hier. Nicht ganz so voll, aber immerhin hübsch. Hübsch anzuschauen. 5,4 Millionen aktuell im Plus. Gucken wir mal. Lass mal einfach auf uns zukommen. Wie gesagt, 100 schaffen die Dinger. Das ist jetzt nicht die Wucht. Das haut mich jetzt persönlich nicht um, dass die 100 km/h draufkriegen. Die Strecke ist für 120 ausgelegt. Das könnten die mit Sicherheit auch. Aber wir werden jetzt dann gleich mal sehen, wie sich dieses Jahr entwickelt. Wir haben jetzt schon relativ spät. Es ist schon September, Anfang September hier. Ob das Jahr bis zum Ende noch einen gravierenden Ausschlag gibt? Ich meine ja. Ich meine ja. 35 Millionen minus in dem Jahr gemacht. Werden wir auch nicht mehr rausholen. Also müssten wir jetzt 35 Millionen auf die Kante kriegen. Aber mit einer Fahrt macht er eine gute halbe Million klar. Das ist super. Wenn das jetzt so bleibt. Ja? 231 nimmt er mit. Das ist schon mal, ich würde sagen, das ist schon mal mehr. Ja? Aber jetzt werden wir hier das Problem kriegen. Tram, 80 Leute warten hier. Auf der grünen Linie. Und das kriegt er auch nur ganz spärlich weg. Und zwar wirklich, wirklich spärlich. Jetzt gucken wir, aber wir halten es mal im Blick, trotz alledem. 3 Millionen im Plus ist jetzt schon... Jetzt kommen wir langsam... Ihr müsst das immer so sehen. Jetzt kommen wir langsam in die Sphären, wo es nicht mehr egal ist. Ja, was wir machen. Und es verändert sich die Bilanz nur minimal. Jetzt sollten wir in Sphären kommen, wo eine Bilanzänderung auch durchaus mal ganz schnell gehen kann. Ja, vor allen Dingen hoffe ich allerdings aber auch darauf, dass diese Trams endlich mal ein bisschen in die Gewinnzone reinfahren. Wir haben jetzt gegenläufige Trams in einem fast einem Ring laufen. Das ist eine super Sache. Aber momentan hier 46. Jetzt ist diese Geschichte hier aufgebraucht. Dafür stehen hier aber noch 35. Das ist noch viel. Dafür, dass demnächst mit Sicherheit ein Zug kommen wird. Ah, das raucht noch ein bisschen. Da könnten wir sogar den Overkill hier wegkriegen. Die 24, die hier draufstehen. Muss man sehen. Muss man sehen. Kann man jetzt pauschal nicht sagen. Die hier kommen, liefern hauptsächlich ab, nehmen aber nichts mehr mit. Und das ist das Minus. In dem Fall sehen wir das hier. Hier bei, na, zusammen machen die trotzdem über 100.000 Minus. Das ist, sollten wir auf unter 100.000 kriegen. Aber, wie gesagt, Arbeitsplatz. Das Ding kriegen wir relativ gut aufgebraucht. Zwei Leute stehen jetzt faktisch noch hier. Hier 138 ist ein bisschen wenig. Dafür, dass der Zug auf dem Weg ist. Aber ich sehe ihn am Horizont schon kommen. Da sollte sich jetzt ganz schnell was tun. Wie viele stehen hier noch rum? Das ist halbwegs okay. Hier stehen auch ein paar. Und jetzt kommt da schon rein mit 173. Ihr seht schon, die alten Größen sind noch sehr dominant. Der Zug konnte letztes Mal so um die 180 rum mitnehmen. Das tut er jetzt im Großen und Ganzen immer noch. Aber es verändert sich. Es wird sich verändern. Momentan ist unsere Kapazität von einer Geschichte gedeckelt. Ja? Und zwar von den Trams. Die bringen nicht mehr Leute ran. Jetzt haben wir einen Punkt, wo es immer gut ist. Zum Beispiel hier in Hammelburg. Hammelburg funktioniert aus irgendeinem Grunde hervorragend, auch wenn die Trams Minus machen, aber nicht so viel. Unter 100.000 ist völlig okay, müssen wir nicht eingreifen. So. Aber da auch da kommt der Zug sehr schnell ran und wird nicht so viele Leute mitnehmen. Auch wieder 172. Das dauert. Ja, das dauert einfach seine Zeit. Hier kommt er auch, 170 im Angebot. Viele steigen aus, manche auch nicht. Manche wollen auch drin bleiben. Ihr seht schon, viele wollten sogar zur nächsten Stadt weiter. Damit können wir diese Spitzen können wir damit mitnehmen. Gucken wir mal, 5, irgendwas hatte der vorhin gehabt. Ja, ändert sich fast noch 0. Kann er auch nicht. Warum? Weil eben die Kapazitäten sich nicht ändern. Ja, das heißt, der Zug nimmt trotzdem wieder mit. Er kann aber seine Kosten decken. Und damit bin ich völlig und vollumfänglich zufrieden. Hier müssten wir noch eine Außenstelle bauen. Lass mal kurz gucken. Das würde fast keinen Unterschied machen. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann nehmen wir hier jetzt nochmal die Außenstelle hier unten mit. Und dann fährt er von 1. Also, warte mal, bevor wir das jetzt ändern. Oh, die geknickten Tanks. Oh, wie schön. Jetzt müssten wir fast in Öl investieren. Jetzt pass auf, jetzt muss ich hier mal ganz kurz gucken. Aktualisieren.
machen wir mal Folgendes. Ich will hier trotzdem einen Ring haben. So geht's jetzt gerade nicht anders. Von 1 fährt er zu 2. Und fährt dann wieder zurück. Kommt dann bei nach der 11. Kommt er hier wieder durch. Nach der 14. Ja, das müssen wir umbauen. Oder 22 auf jeden Fall soll auch nochmal vorbeikommen. Dann machen wir die 12 nochmal raus. Nur bei Anfang und Ende. Ändert natürlich jetzt aber auch wiederum die Kapazität hier, 63er. Gucken wir noch weiter. Ja, und hier läuft, hier bräuchte man auch unbedingt ein bisschen besser. Gucken wir mal, 230 aktuell. Viele wollen nicht aussteigen, nimmt 250 mit. Ihr seht schon, es ist viel Leute, die der Zug hält zwar, aber die Leute steigen halt nicht aus. Das ist okay. 4,4 Millionen aktuell auf der Kante, das ist gut. Immer noch ein Minus. Ja, ist okay. Wenn ich Geld prüfe, schaue ich mir ganz, ganz selten Sachen wie jetzt die da an. Nur wenn was nicht läuft, ja? Wenn was gar nicht geht, wie der hier zum Beispiel wählen Bus 1. Das ist eigentlich auch schon mittlerweile ein Tram. Da müsste ich jetzt mal reingucken. Warum funktioniert das nicht? Wahrscheinlich, weil es noch ein altes System ist, auf dem nicht das hier läuft. Deswegen ändern wir Wählen jetzt ab. Weil hier sehen wir gerade, es funktioniert in Wählen selber eigentlich gar nicht so. Ne? Nicht wie es sollte. Und deswegen werden wir Wählen jetzt komplett umbauen. Das heißt, alles raus. Neue Linie. 1. Und wir fahren jetzt in dem Fall rechts rum. Sucht euch da einfach eine Richtung aus, die ihr gerne fahren wollen würdet. Ja, und dann legt den einfach so drauf, dass es euch am besten taugt. Ja, ich mache das meistens dann so, dass ich den halt einfach mal rumfahren lasse und dann halt guck. Das wäre jetzt in dem Fall die perfekte Möglichkeit, den hier einmal zurückkommen zu lassen. Und der fährt ja an der Station einmal vorbei. Das ist die Wählen. Warte. Wählen Tram 1. So, das ist die Tram 1. Jetzt kommt die nächste Linie. Neue Linie. Und das ist jetzt die Wählen Tram 2 eigentlich. Und die macht genau den gleichen Weg, bloß eben auf die andere Richtung. Das ist eine gegenläufige. Kann man machen, muss man nicht. Ich persönlich bin ein Fan davon, weil ich das eigentlich immer ganz gut finde. Wählen Tram 2. Ich finde das aus dem Grund relativ gut, das so zu machen, weil man dadurch sich Zeiten spart. Die Einzellinien werden kürzer, und zwar sehr viel kürzer. Und dadurch kriegt ihr schneller Leute ran, weil die einfach nur die Hälfte der Strecke leisten müssen, um einmal komplett rumzukommen. Und das ist eine super Sache, das ist ein sauberer Wert unterm Strich. Und ja, das ist eine super, super, super Sache. So, gucken wir mal schnell. Ja, jetzt bräuchte man fast auf der Wählen-Tram. Hier müsste ich jetzt mal die Fahrzeuge nochmal fix ändern. Die haben jetzt alle die gleiche Farbe. Wir ändern das mal auf einen Grauton ab. So, und jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall auf der Geschichte hier, brauchen wir auf jeden Fall noch Trams drauf. Auch in einem Grau, versteht sich. Gucken wir mal schnell. Wählen-Tram 2. Ja, ein bisschen overtaktet, macht aber nichts. So, jetzt dauert es natürlich wieder eine Zeit. Jetzt kommen alle erstmal nach Hause. Ihr werdet sehen, die fahren jetzt überall durch und alle nähern sich jetzt einer Station, und zwar der hier. Das wird die Sache natürlich im ersten Moment etwas komplizierter machen. So, wir ändern das mal kurz ab, dann haben die alle hoffentlich einen richtigen Teil. Und jetzt wird es hier natürlich mega Stau geben, weil die Trams einfach nicht durchkommen. Und ihr seht schon, aus allen Richtungen kommen sie zusammen und werden sich komplett neu ins System rein ergießen, weil wir die Linie gelöscht und neu aufgebaut haben. Das heißt, die suchen instinktiv automatisch den ersten Ansatz und der ist halt hier. Macht aber nichts, die fahren jetzt halt eine Zeit lang, wird das hier ein bisschen absinken und danach geht's wieder los. Wann kommt der nächste Zug? Der ist schon auf dem Weg, sehe ich gerade, aber das ist ein Güterzug. Ich sehe jetzt keinen, das heißt, es kann noch ein bisschen Zeit brauchen, das ist auch okay.
Wir lassen es mal laufen. Und dann gucken wir mal, wie sich diese zwei Linien entwickeln. Unter 100.000 ist mein Ziel oder um die 100.000 spätestens. Vielleicht sogar irgendwann mal ins Plus. Geht bei den Dingern meistens eher weniger. Jetzt sollte es besser funktionieren. Gucken wir mal. Dass die zwei so nah beieinander sind, okay. Schauen wir mal, wo die Reise hier hingeht. Vielleicht mal hier, 110 ist nicht die Welt. Da hinten kommt ein Zug an. Also einer kommt schon mal und der wird wahrscheinlich Richtung Hammelburg weiter wollen. Da ist auch mit Abstand momentan am meisten Leute drauf. Aber der kommt schon sehr voll an. Gucken wir mal, wie viel macht er? 250.000 mal ganz schnell. Gucken wir mal schnell, Züge. 5,7. Er steigert sich, er wird besser. So, und jetzt löst sich so langsam dieser elende Knoten, der hier mittlerweile Bestand hatte. Immer noch die Baumaterial. Ja, da müssen wir auch was machen. Dieser Knoten, der hier mittlerweile schon ein bisschen nervig ist, der löst sich jetzt so langsam auf. Und jetzt kommen dann auch wieder langsam auch die planmäßig Ersten hier an. Jetzt bauen wir den anderen Richtung Altenberg. Der ist ein bisschen der kommt voll an. Gut. Boah, fast eine 500.000 mal ganz fix gemacht. Und ihr seht schon, ui, wir nähern uns den 6.000.000 pro Zug. In den Einnahmen zumindest. In den Ausgaben haben wir es ja. Unterm Strich bleiben hier 2,9. Das war vorher ein bisschen weniger. Und das bringt uns natürlich zu dem Punkt, dass die Trams besser funktionieren, weil sie ja auch Mitfahrmöglichkeiten haben. Und zwar sehr viele Leute, die hier umsteigen wollen. Auf den öffentlichen Nahverkehr innerorts. 5, 4. 1, 1. Hier haben wir sehr viele stehen. 37 auf der Tram 1. Ob das noch Altlasten sind, ich weiß es nicht. Was wir hier auf jeden Fall jetzt machen werden, um den Trams die Möglichkeit zu geben, besser zu funktionieren, ist hier einen Umstieg zu gewährleisten. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen die einzelnen Teile der Stadt, werden wir hier mal ein bisschen aufrüsten. Einfach damit hier mehr Verkehr unabhängig die Trams durchfahren können. Hier dann nicht. So, hier nochmal runter. Wenn es keinen Sinn macht, mache ich es nicht, ne? Das ist nur wirklich jetzt. Das gefällt mir auch nicht, aber das gefällt mir. Und hier seht ihr, das macht keinen Sinn, das zu ändern. Das hier schon, deswegen machen wir es auch. So. Jetzt kommen die Trams innerhalb der Stadt besser vorwärts, weil sie einfach nicht in dem elenden Verkehrschaos hier festhängen, sondern neben dem Verkehr mitfahren können. Auf ihrer eigenen Spur quasi. An der Stadt selber ändert sich dadurch nichts. Ja, es war vorher maximal vierspurig, jetzt ist es zweispurig, aber der Verkehr rutscht besser, weil einfach die Trams nicht alle 5 Meter stehen bleiben und damit einen riesen Verkehrsstau erzeugen. Das macht die Sache fluffiger. Einfach fluffig. Ja? Ich mag das, wenn es fluffig ist. Und deswegen ist das auch so in der Hinsicht gar nicht so schlecht. Man muss auch nicht stoisch jeden einzelnen Teil der Stadt updaten. Ja, ihr seht das, ich habe hier zum Beispiel auch eine Verengung drin. Ja, aber hier stört es mich nicht. Das ist eine Nebenstraße. Die juckt eigentlich niemanden. Hier ist keine Haltestelle. Da musste ich jetzt nicht updaten. Ja, das ist nicht notwendig. Das habe ich an vielen kleinen Stellen gemacht, wo einfach eine Aktualisierung schwierig geworden wäre. Auf einer Hauptstrecke würde ich es definitiv immer machen. Weil ansonsten kommt irgendwann der Punkt, wo es nur noch Verkehrschaos gibt. Und das ist schwierig dann. Das sorgt dann für wirklich Chaos. Aber in dem Moment jetzt schaut die Sache ganz gut aus. Hier kommt ein Güterzug an. 7.000.000 auf der hohen Kante. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns jetzt dann in der nächsten Folge um ein großes angelegtes Problem, das wir schon seit längerem umgehen. Und zwar Stein zu Baumaterial, Baumaterial zu Bahnhof. Damit wir uns diese ganzen LKWs hier sparen können. Das wird dann auf einen Zug umgelegt, ja, und der sollte dann 1.000.000 ungefähr erzeugen, insgesamt. Mal gucken, ob das klappt. Der wird klein am Anfang sein, ich werde sehr wenig in den Zug investieren. Vielleicht wird es auch ein Zug, der durchfährt sein und dann zurückfährt, also ein 50-50-Zug. Irgendwie sowas in die Richtung, weil wir nicht so viel Baumaterial hier wegbekommen. Wenn der zu groß wird, haben wir das Problem, dass wir das nicht schnell genug wegbekommen und damit macht der Minus. So der Plan. Also,
An der Stelle sei erstmal Dankeschön gesagt fürs Dabeisein, fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr diese Folge mit einem kleinen Däumchen nach oben bewertet oder aber das Video mit euren Kumpels teilt oder aber was auch immer ihr machen wollt. Ist ganz bei euch, wenn ihr da Bock drauf habt, nur damit ihr es nicht vergesst. Okay? Wäre cool. Also, wir sehen uns nächste Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.